Hallo Freunde, da bin ich wieder. Ja, in meinem letzten Video haben wir uns einen Windows Boot USB-Stick erstellt, um den PC vom USB-Stick zu booten, um Windows zu installieren. Das haben wir alles ohne Hilfe jeglicher zusätzlicher Software gemacht. Alles mit dem Windows. Eigene Bordmittel über die Kommandozeile. Ja, heute werden wir uns wieder mal einen Windows Bootstick erstellen, USB-Stick. Und zwar dieses Mal aber etwas einfacher, eigentlich viel einfacher. Dazu werden wir aber einen klitzekleinen freien und kostenlosen Programm nutzen, und damit werden wir anhand weniger Klicks wirklich sehr, also ziemlich schnell und einfach uns ein Windows Boot USB-Stick erstellen. Alles, was wir dazu brauchen, ist ein USB-Stick, der mindestens 4 GB groß ist, eine Windows CD oder eine ISO, eine Image. Und das Programm, das kleine Programm hier, nennt sich Rufus. Ich habe das jetzt hier schon runtergeladen. Das könnt ihr euch einfach frei runterladen, wenn ihr einfach auf eine Suchmaschine, ups, das war's nicht, eure Wahl geht und einfach nach Rufus sucht. Genau, das ist jetzt hier die offizielle Seite. Das ist er. Hier einfach runterscrollen und hier runterladen. Das ist hier zum Beispiel die portable Version. Ja, einfach herunterladen, speichern, irgendwohin, wo ihr wiederfindet. Ich habe das jetzt hier auf dem Desktop gespeichert. Das ist ein klitzekleines Programm. Wie gesagt, das muss nicht installiert werden. Das könnt ihr direkt so starten. Wichtig ist, dass das als Administrator gestartet wird. Also wir markieren das und klicken mit der rechten Maustaste drauf und wählen hier als Administrator ausführen. Bestätigen nochmal mit Ja und starten das Programm. Wichtig hier Laufwerk auswählen. Das ist in dem Fall hier mein Laufwerk L hier. Das ist mein Stick, 4 GB groß. Ja, am besten ihr vergewissert euch nochmal, dass ihr wirklich das richtige Laufwerk ausgewählt habt, das richtige USB-Stick, weil die Daten werden sonst, ja, die werden alle gelöscht jetzt. Das wird erstmal formatiert, der Stick. Nachdem wir unser Stick hier, das richtige Laufwerk ausgewählt haben, hier oben NTFS, das können wir hier alles so lassen. Hier können wir, ich mache mal jetzt Windows 10 und deinen Namen beliebig vergeben. Und hier, also ich habe das jetzt, genau, hier habt ihr die Möglichkeit, also mit dem, ich schließe das nochmal. Damit könnt ihr euch auch einen DOS-Stick erstellen. Ich schließe das mal nochmal. Irgendwie muss man hier, genau. Hier könnt ihr euch ein FreeDOS, MS-DOS, ein Stick. Das geht recht schnell. Ja, wir wollen jetzt aber eine Windows 10. Ich wähle hier, das ist jetzt hier meine Image hier. Ja, das ist Windows 10 64 Bit. Ich wähle das aus mit Doppelklick. Nachdem ich das hier ausgewählt habe, hat sich der Name hier wieder geändert. Wir können das wieder ändern. Windows 10. Und Stellenformatierung, das ist okay. Hier wichtig, dass das hier der Haken hier gesetzt wird, falls nicht schon gesetzt ist. Startfähiges Laufwerk erstellen mit ISO-Bild. Standard Windows-Installation, okay, warte, okay, das können wir alles so lassen.
Und jetzt brauchen wir nur noch auf Start. Ups, das hätte ich jetzt beinahe was gemacht hier. Das war wieder. Okay, ich lasse das jetzt einfach mal so hier. Einfach auf Start drücken. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch auf defekte Blöcke prüfen, ob der Stick, aber das dauert dann ziemlich lange. Auf jeden Fall etwas länger, je nach Größe des Sticks. So, nachdem wir das alles ausgewählt haben, klicken einfach auf Start. Jetzt kommt noch eine Warnung, dass alle Daten gelöscht werden, da der Stick formatiert wird. Laufwerk L, okay, das ist mein richtiger Laufwerk hier, mein Stick. Ich bestätige das jetzt mit okay. Und jetzt, ja, als erstes wird der Stick formatiert, dann bootfähig gemacht und die Daten von der ISO werden dann jetzt auf dem Stick hier kopiert. Das ist jetzt der Stick. Kann man schließen. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen. Ich werde jetzt, hier kann man übrigens hier die Logs ansehen, jederzeit, was gerade passiert ist, wie passiert oder schon passiert ist hier. Konnte den Verlauf verfolgen. Das dauert jetzt ein paar Minuten, wie gesagt. Ich werde jetzt ja, eine kurze Pause machen, hier auf Pause, und komme gleich wieder, wenn die Dateien ja, fertig kopiert sind. Ja, bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Die Dateien sind jetzt endlich ja, auf dem Stick kopiert. Das Stick ist jetzt ja, fertig und einsatzbereit. Wie ihr hier sehen könnt, hat das jetzt bei mir 14 Minuten gedauert, bis das Stick jetzt endlich fertiggestellt ist. Ja, jetzt können wir das einfach schließen. Zack, und alles, was wir jetzt tun müssen, ist ja, unseren PC so einstellen, dass der von USB-Stick bootet und Windows installieren. Das funktioniert natürlich auch dieser Methode auch mit, ich weiß nicht, Windows 7, Windows 8 und Windows 10. Funktioniert genauso. Was mir jetzt vielleicht noch einfällt, ein kleiner Tipp noch. Ihr könnt euch mit dieser kleinen Software hier auch ein Windows to go erstellen. Wir werden jetzt wieder unser Abbild hier. Zack, ich mache mal jetzt beispielhaft. Und hier werden wir jetzt hier die Option hier auswählen, Windows to go. Dann können wir uns einen Stick, einen USB-Stick erstellen. Das funktioniert allerdings nur ab Windows 8 also Windows 8 Enterprise Version, und Windows 10 funktioniert ganz gut. Der Hintergrund hier ist, dass wir uns ja, beziehungsweise ist das mehr für Unternehmungen gedacht, dass die Leute sich hier die eigene Arbeitsumgebung sozusagen mitnehmen können und dann von einem beliebigen PC vom Stick starten können, um einfach ja ihre eigene Arbeitsumgebung immer dabei zu haben, wie gesagt. Ja, ich denke, das war's heute. Wenn ihr ja Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Ich hoffe, dass es euch irgendwie was gebracht hat. Und ja, freue ich mich auf nächste Mal.